Hallo Leute, ich bin's wieder, German Apple Man, dort mit meiner siebten App-Review zu der App Jenga. Und diese kostet 79 Cent im App Store. Und ich möchte euch schon vorher sagen, holt sie euch, bevor sie teurer wird. Es ist wirklich eine super App. So, im Menü gibt es viel zu sagen. Also man kann dann Classic, den Arcade-Modus und Einstellungen und verschiedene andere Daten oder Ranglisten sehen, also mit denen man Punkte gemacht hat. Ich werde jetzt euch erstmal alles erklären. Also bei Pass and Play, da kann man zusammenspielen. Das heißt also, man kann mit einem anderen Spieler spielen, das wird dann abgewechselt. An einem iPod im Arcade-Modus muss man versuchen, verschiedene Steine mit verschiedenen Farben zusammenzulegen. Und im Classic-Modus das normale Spielprinzip von Jenga. Ich werde jetzt auf den Classic-Modus mal zugreifen. So, man sieht sofort, man wird die Ranglisten, die man knacken sollte. Unten kann man dann den Raum wechseln. Da gibt es zwei Räume, aber den zweiten muss man erst freischalten. Habe ich leider noch nicht, aber ich werde es versuchen. So, wir nehmen jetzt den ersten. Und dann wird noch schnell erklärt, wie alles funktioniert. Und dann kann man auch gleich loslegen. So, man sieht gleich, es ist wie ein Jenga. Das Spielprinzip ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach versuchen, so viele Steine wie möglich rauszuziehen und oben drauf zu legen. Und indem man die Steine anklickt, zum Beispiel diesen Stein hier, kann man ihn rausziehen, indem man ihn in die entsprechende Richtung bewegt. So zum Beispiel. Oder jetzt nehmen wir mal so einen Mittelstein. So. Den können wir dann so rausziehen. Und jetzt fällt der Turm auch fast um. Das kann man zum Beispiel zurückziehen. Jetzt fällt er um. Und je stärker man zieht, also je ruckhafter, desto schneller kippt der Turm eben um. Dann muss man das auch mit Gefühl machen, wie im richtigen Spiel. Und man wiederholt das Spiel sofort, nachdem man abgestürzt ist, indem man unten rechts auf die Wiederholungstaste drückt. So. Das war's dann eigentlich auch mit dem Classic-Modus. Jetzt möchte ich euch noch schnell den Arcade-Modus zeigen. Im Arcade-Modus kann man wieder nur eins auswählen, das muss man wieder freischalten. Und oben sieht man dann eben die Punkte wieder. Das ist nun etwas anders verteilt, da man da Punkte für die verschiedenen Farben bekommt. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier diesen Turm und oben einen blauen Block oder einen blauen Stein. Jetzt ziehen wir den blauen raus. Und legen ihn hinauf. Jetzt haben wir noch rot und lila. Die ziehen wir jetzt auch raus. So, und die legen wir dann auch entsprechend hin. Ich habe das jetzt leider in der falschen Reihenfolge gemacht. Das muss eigentlich so liegen, wie die darunter liegenden Steine. Und jetzt brauchen wir nur noch Rot. Da finden wir es. Und das kann man jetzt nicht leider so einfach rausziehen. Da muss man ein anderes suchen. Ich versuche jetzt mal das da unten. So. Ne, das funktioniert nicht. So, das war's dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, kommentiert meine Videos und kauft dieses Spiel. Ich bin raus hier. Ciao, ciao.